Folgerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Society. Heute mal gucken, was sich so entwickelt. Ihr wisst ja, wie immer alles nicht gescriptet und geplant. Einfach mal schauen, was so passiert. Ich möchte eigentlich oder würde mich freuen, wenn ich heute einfach meine Folge ein bisschen meine Ruhe hätte und ein bisschen die Stadt ein bisschen entspannen könnte. Aber, naja, ich bin auch der Stadtherr, ne? Was Problem ist, ist mein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Also, auf geht's. Da ist eine Kiste. Warum ist da eine Kiste mit so viel? Ach so, das ist vom Baumeister. Ihr werdet alle sterben. Hahaha, die Hölle. Wie die Hölle. Hä? Okay. Ja. Ist okay. Irgendwer hat wohl einen Knall nicht gehört. Was ist das? Sie wollten sich mit mir treffen, kam mir zu Ohren. SD. Wer ist SD? Hi. Hallo. SD? Diamond King ist DK. HMV ist HMV. Wer zum Hölle ist SD? Ich weiß nicht, wer SD ist. Ich weiß einfach nicht, wer ist. Ich habe gehört, hier hat ein tolles Restaurant aufgemacht. Da würde ich gerne mal hingehen. Hast du nicht? Oder wollen wir nicht so richtig in mein Haus? Nein, nein. Di-di-di-di-di. Ich weiß nur nicht, wo. Guten Abend. Hallo, Frau Kira. Rennen Sie doch nicht weg, nur wenn ich mit Ihnen rede. Hallo? Hallo? Ich weiß, dass Sie mich hören können, aber nicht reden können. Was zum... Sie will nicht mit mir reden. Frau Kira, jetzt haben Sie sich doch nicht so. Hallo. Sie kann dich nicht hören. Sie nicht mal hören kann sie mich? Hallo. Oh. Aber doch, hören kann sie mich. Der mit dem Exali war ich hier und hab... Ja, ich habe aber auch schon mehrmals versucht. Ah, okay. Vielleicht ist sie einfach schüchtern. Ich denke, sie ist schüchtern. Anders kann ich mir das nicht erklären. Kann auch sein. Aber sie leistet gute Arbeit hier. Ja, sie ist fleißig dabei. Wir haben auch neue Sachen wegen sie. Oh, das ist sehr schön. Guten Tag. Die mehr Sachen machen. Hallo, Herr Exali. Guten Tag. Ja. Ich beobachte nicht Ihre Frau auf dem Feld. Stalker. Nein. Ist ja alles. Ich wollte eigentlich mit ihr reden. Also zumindest sie begrüßen, aber sie ignoriert mich. Ja, ich weiß, dass sie stumm ist, aber ich sag mal. Oh, das auch. Ja. Oh. Ich dachte nur stumm. Ich kann für Sie mit Zeichensprache übersetzen. Ja, nein, ist schon okay. Ich suche eine weibliche Begleitung. Ich würde halt gerne mal das neue Restaurant testen, aber alleine ist halt doof und eine weibliche Begleitung ist halt nicht so da. Ja, meine Frau wäre dann nicht so praktisch. Ja, das ist so. Aber schauen Sie mal. Neues Gericht. Stock meine Frau war eine Tee? Exzellente Köchin. Oh, ist das... es ist ja... kommen Sie mal her. Cool. Kommen Sie mal her. Gucken Sie mal in die Kiste. Wow, was ist das alles? Alter Schwede. Das sind alles Gerichte, die meine Frau erforscht, also noch von zu Hause kennt. Das sieht sehr lecker aus. Darf ich mal eins probieren? Also... ich will mir da jetzt nicht selbst rausnehmen. Was wäre denn das Leckerste? Können Sie ruhig. Ach, es ist ach, danke. Alles sehr lecker. Das ist sehr gut und sehr frisch. Es ist das hier macht sehr viel satt. Ja, ich hab nicht mehr so viel Platz. Sie müssen groß und stark werden. Als ob ich das noch nicht bin. Sagen Sie, hat sich eigentlich irgendwas ergeben wegen Herrn DK? Sie wissen schon. Ich weiß, was Sie meinen. Ist nicht so, als wenn ich jetzt mich drum kümmern möchte heute, also, aber... ich hatte bekommen eine Mitteilung, dass es sich mit Ihnen treffen würde. Warten Sie, ich kann Sie nicht verstehen. Warten Sie. Psst! Schreien Sie mich nicht so an. Nochmal bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Herrn Diamond King wäre zu einem Treffen bereit. Wir haben ihn gestern Abend, nachdem Sie schlafen gegangen waren, festgesetzt.
Er ist also bereit, sich mit mir zu treffen. Okay, richtig. Dann werden wir auf jeden Fall die Tage ein Treffen arrangieren. Er wollte sich mit Ihnen heute Abend treffen. Okay, ist er denn, ist er hier? Er wäre in der Stadt, zumindest in der Nähe. Und er wäre auch für ein Treffen bereit. Dann bringen Sie mich hin. Ist es schwer? Ein Treffpunkt war bei der Försterei ausgemacht. Okay. Pferde können gar nicht auf dich. Genug Leute abgezockt. Aber hier sollen wir auf ihn warten. Hier auf ihn warten? Ich habe 80 Münzen gemacht heute. Ja, wir sollen auf ihn warten. Okay. Fürs Putzen. Ah, Putzen, ja, das wäre schön. Hallo. Warte noch immer auf eine Bestellung. Nein, ich habe keine Bestellung. Nein, nein, gerade nicht. Ich wollte nur Hallo sagen. Hey, Enes, gibt's was, wobei ich Ihnen helfen kann? Nein, ich warte hier noch immer auf meine Bestellung. Ach so. Ja, da können Sie lang warten. Ich weiß. Wissen Sie, was Sie gerade angestellt haben, oder? Ja. Ich bin zwar nicht ganz so eine gute Köchin wie meine Frau, vielleicht schmeckt das. Runter vom Dach jetzt schon. Das hier? Was ist das? Was haben Sie mit mir gemacht? Schmeckt es nicht? Oh, mir ist ganz eklig. Mir ist schwummerig. Ich hätte vielleicht die Pilze nicht aus der Mine benutzen sollen. Oh, boah, war das eklig. Das sowas. Nee. Das war ein Pilzgericht. Das können Sie. Setzen Sie das mal Ihrer Frau zu. Die soll da mal ein bisschen Gewürze dran machen und so. Vielleicht schmeckt es am besten. Sie wollte nie von meinem Essen irgendwas. Kann ich durchaus verstehen. Ich weiß wieso. Ja, das ist ein bisschen los, was. Oh! Waren wieder Kreaturen der Nacht in der Stadt? Los heute hier. Ja. Er wollte eigentlich gleich da sein. Ich habe ihn jetzt von neuem Herrn Bambi. Ja, dann ich ihn dir erstmal geben. Wo? Auch schon das Geld dafür bekommen? Das da? Diamond King. Können Sie mich hören? Guten Abend. Oder sicher, dass man sich ihm nähern kann? Ja. Ja, nee, ich bleib mal hier unten. Erst schon. Oder soll ich Ihren richtigen Namen benennen? Herr Diamond King, sind das Sie? Mal neun, oder? Ja, aber die haben Zeit. Das war mal mein Name. Inzwischen nicht mehr. Okay, gut. Wie soll ich Sie ansprechen? Günther? Haben Sie auch eigentlich eine, zum Beispiel? Günther, also von allen Dingen, von Beleidigungen ist das doch wirklich die höchste. Mein neuer Name ist Shadow Demon. Die habe ich noch nicht. Was ist das für ein Tumult? Naja, falls ich was zu sagen. Shadow Demon? Das klingt aber ein bisschen albern, wissen Sie, ne? Natürlich. Nun, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Das ist der Name, mit dem ich mich als letztes, als ich wieder aufwachte, erinnern konnte. Sehr ärgerlich. Das war nicht so schlau. Haben Sie gerade die Blätter abgebaut, auf denen ich stand? Haben Sie die Blätter abgebaut? Hey, keine Gewalt oder ich rufe die Stadtwache. Dann können Sie gleich im Gefängnis bleiben. Was ist mit Ihnen passiert? Die Stadtwache? Hahaha, sehr witzig. Die komplette Stadtwache hat mich durch die Stadt verfolgt gehabt und sie konnte mich nicht ein einziges Mal fassen. Die einzige Person, die es bisher geschafft hat, war Herr Xali. Mhm. Wie oft ich hinter ihnen herbe und sie auch gefasst hatte. Ich habe gehört, sie sind gestern auch getötet worden, aber sie sind dann entkommen. Aber die einzigste Person, die mich die ganze Zeit verfolgen konnte, war Herr Xali. Die anderen haben mich immer wieder verloren. Aber... Sie sind gerade umzingelt. Was? Hier sind... Ja. Also sie haben auf jeden Fall keine Chance zu entkommen, wie sie sehen. Die ganze Stadt ist hier. Was zum Geier ist mit ihnen passiert? Das können Sie doch am liebsten den fragen, der Sie entthronen möchte. Wer möchte mich entthronen hier in dieser Stadt? Das schafft doch kein Mensch. Nun, Sie erinnern sich doch bestimmt an meinen Meister. Oder besser gesagt, früherer Meister. Meister, Sie meinen Herrn... Was ist das? Hallo. Das ist der Stadtbeschützer, den habe ich gestern kennengelernt. Ein ganz komischer Typ. Entschuldigung. Wer zur Hölle... Was ist das? Gehört er zu Ihnen? Der geht zur Stadt.
Ich gehöre zu dieser Stadt. Ah, ja. Ist der hässliche Hund schon wieder? Ich drehe durch. Er ist doch kein Hund. Okay, passen Sie auf. Wir reden irgendwo, wo wir in Ruhe reden können. Kommen Sie in meinen Keller. Ich brauche aber Hennig Sali. Wo ist der Sali? Sie kommen mit. Was? Das ist halb Drache, halb Zwerg. Ich drehe durch. Ja, wenn Sie eine Begleitung mitnehmen, will ich das auch. Und ich wähle Sagiri. Okay, dann kommen Sie mit in meinen Keller. Hey, Xali, was ist mit Ihnen passiert? Ich bin ein halber Drache. Ah, ein halber Drache. Okay, wie können Sie sich verwandeln? Durch Magie. Haben Sie... Moment, tue ich mir gerade das... Auf welchen Seite stehen Sie? Auf der Seite der Stadt. Auf der Seite der Stadt und ich auf der Seite von mir selbst. Kommen Sie mit runter. Ich will unbedingt wissen, was hier los ist. Bitteschön. Dort sind wir ungestört. Sind Sie stärker in der Drachenform, oder wie muss ich das verstehen? Ja. Nun denn. Er ist nicht nur stärker, sondern hält auch deutlich mehr aus wegen seiner, naja, Schuppanzerung. Ich nenne es mal wow. Also, erstens, was ist mit Frau Sagiri passiert? Steht da. Frau Sagiri hat sich mir angeschlossen, nachdem ich sie darüber aufgeklärt habe, was bald passieren wird. Was wird denn bald passieren? Eine feindliche Übernahme. Und nicht durch eine andere Stadt, sondern durch die bisher vertrauenswerteste Person in dieser Stadt. Nun, das waren mal Sie. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein. Dann war es Frau Mia. Ich war nur der Vermittler. Dann war es Herrn HMV. Richtig. Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Herr HMV vorhat, die Stadt zu übernehmen. Dafür müsste er... Nicht die Stadt zu übernehmen, sondern sie auszulöschen. Dafür müsste er erstmal an der Stadtwache vorbei und an den ganzen anderen Menschen, die in dieser Stadt da sind, um mich zu beschützen. Das ist kein Problem für ihn, glauben Sie mir. Sie erinnern sich ja noch an den Okkult der Finsternis. Ja, ich dachte, da wären Sie noch Teil von und deswegen sind Sie ich so geworden. Herrn oder so. Sali wurden beide in den Okkult aufgenommen und wir haben zuerst auch das Ziel verfolgt, Herrn HMV an die Macht zu bringen. Jedoch hat er uns beide betrogen und wir haben gemerkt, dass er uns die ganze Zeit Lügen über sie aufgetischt hatte, damit wir denken, dass sie so ein schlechter Mensch wären. Wir haben jedoch beide rechtzeitig die Wahrheit herausgefunden und wollten uns gegen ihn verbünden. Für mich war es jedoch schon zu spät, wie Sie gleich sehen werden. Herr Xali, wussten Sie das gestern schon? Haben Sie mich deswegen in der Irre herumlaufen lassen? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nirgendwo herumgeführt. Ich habe selber Herrn Diamond King gesucht. Ich wusste nicht, was mit ihm geschehen war. Ich wusste nur, dass wir Herrn HMV aufhalten müssen, um die Stadt zu schützen. Und das sagt man mir jetzt erst. Es ist noch nicht zu spät. Noch nicht. Für mich jedoch ist es schon zu spät, dank Herrn HMV. Sie sehen auch nicht besonders gut aus. Was wird aus Ihnen? Wird aus Ihnen so etwas wie Frau Sagiri? Nein, sieht zum Teil so aus. Wirklich. Ich werde nicht zu einem Tier, sondern zu einem vollständigen Dämonen. Ich wurde mit einer Art schwarzen Magie vergiftet, die mich zwar sowohl stärkt, aber auch meine wahre Natur immer wie mehr vernichtet. Gibt es da vielleicht eine Heilung für? Weshalb ich die Stadt angegriffen hatte. Das weiß ich leider selbst nicht. Bisher habe ich noch nichts rausgefunden. Oh Mann. Aber Frau Sagiri erinnert sich nicht mal daran, dass sie ein Tier ist. Sie denkt, alles ist normal. Das liegt sowohl an der Einflusskraft von Herrn HMV als auch von meiner. Ja, aber wer...
wer kontrolliert sie? Sie kontrolliert sich selbst, aber es gibt da noch eine Art und Weise, das Gesicht besser gesagt, das sie noch nicht kennen. Das sie, glaube ich, besser auch erkennen sollten. Diese Macht wird von mir unterdrückt. Nur durch meine Macht kann diese Kraft freigesetzt werden. Nun, hat Herr HMV Verbündete in der Stadt? Verbündete? Die komplette Stadt folgt ihm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Stadt. Ich glaube, die Stadt folgt mir und nicht ihm. Sie haben sich hier in der Nase herumführen lassen, Herr Baloui. Ja, während Sie die ganze Zeit dachten, dass Herr HMV nur ein gewöhnlicher Stadtverwalter war, als Sie dann plötzlich mitkriegen, dass er einer der Meister des Okkultes des Finsternis war. Da war alles noch schön und gut, aber er hat seine wahren Ziele da noch gar nicht offengelegt gehabt. Er täuscht praktisch jeden in dieser Stadt. Und Sie wollen mich unterstützen, dass ich meine Macht behalte? Geld und Macht. Genau. Wir wollen die Stadt schützen. Ich muss sie noch so lange beschützen, wie ich noch meine eigene Kraft kontrollieren kann. Jedoch lässt meine Bewusstseinskontrolle immer wie mehr nach. Ich werde blutdurstiger, jeden Tag, Stunde für Stunde. Nun, vielleicht sollten Sie sich selber einsperren. Oder jemanden, der Sie einsperrt, damit Sie nicht irgendeinen Mist machen. Das haben wir leider schon versucht gehabt, aber wie es der Zufall so will, hat irgendwer jedes Mal wieder den Weg zu mir gefunden und dachte, ich würde in Schwierigkeiten stecken und habe mich befreit. Tja, das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich. Nun, Und wieder eine Explosion. Na, super. Ja, die Stadtwache muss da oben mal mehr aufpassen, aber... Kann das sein, dass die Kreaturen der Nacht auch von ihnen gesteuert werden? Leider nein, sie unterliegen nicht komplett meiner Kontrolle. Die Kreaturen der Nacht waren vorher schon da. Ja, das ist so. Ich kann manche Kreaturen sozusagen stärken, aber das ist auch alles. Ich kann sie nicht wirklich kontrollieren. Ich kann ihnen nur mehr Macht geben. Nun, wenn Sie schon so lange davon allem wissen, weiß ich auch nicht. Wenn Sie so viel schon davon wissen, haben Sie doch bestimmt auch einen Ausweg, oder? Ich kenne nur einen einzigen Ausweg und das ist die ewige Verbannung dieser Stadt. Anders würde es nur dazu führen, dass er noch mehr Macht bekäme. Das heißt, wir müssen Herrn HMV aufhalten. Nun, wir sollten das aber erst noch für uns behalten. Wir dürfen das nicht jedem auf die Nase binden. Und, Nein, das würde nach hinten losgehen. Weil viele denken, wenn sie plötzlich ein Wort aussprechen gegen Herrn HMV, dass Herr HMV die ganze Zeit recht hatte. Wir müssen zuerst die anderen Leute dieser Stadt davon überzeugen, dass HMV im Unrecht liegt. Wir müssen die Stadt in unsere Kontrolle zurückbringen. Nun... Ich merke, Herr Iqsali hat sich sowieso schon sehr für die Stadt eingesetzt. Herr Diamond King wird ja irgendwann die Kontrolle verlieren. Iqsali, versuchen Sie, die Stadt unter Ihre Kontrolle zu bringen, weitestgehend. Das heißt, nun, wenn ich Sie als neuen Stadtverwalter einsetze, wäre das, glaube ich, zu auffällig. Aber Sie können vielleicht im Untergrund versuchen, die Stadt mehr zu organisieren. Das könnte ich versuchen. Dann übergebe ich das in Ihre Hände. Nun, und Frau Sagiri, kann man da noch irgendwas machen oder bleibt sie, wie sie ist? Ich kann sie... Frau Sagiri ist momentan am besten so, wie sie jetzt ist. Nun, sie tut ja keinem was. Sie ist ja nett und freundlich zuvorkommt. Ich kann mich ja nicht beschweren. Noch. Noch, das ist... Wie noch? Sie hat eine dunkle Seite in sich. Ja. Ich habe zwar die absolute Finsternis bisher in mir gespürt, aber sie hat auch eine sehr dunkle Kraft. Sie ist genauso stark wie meine, aber sie ist auch extrem stark. Ja, was sollen wir mit ihnen beiden machen, wenn die Macht durchbricht? Sollen wir sie töten? Was erwarten Sie von uns? Das wird alles nur verschlimmern. Ich habe bei Frau Sagiri eine Schwäche entdeckt, wie etwas funktionieren könnte, aber das will ich nicht verraten. Bei Herrn Diamond King kann es so weit passieren, dass ich in meiner stärksten Form auftauchen muss, um ihn zu bekämpfen. Jedoch habe ich etwas mal mitbekommen gehabt, nur per Zufall, aber es könnte jedoch meine einzigste Chance sein, meine Macht wieder zurückzuerlangen über meinen Körper, bevor es zu spät ist.
Es gibt anscheinend ein Heilmittel gegen die finstere Kraft, aber ob sie wirklich existiert, das ist mir bisher noch unbekannt. Na, dann würde ich aber an ihrer Stelle alles dran setzen, das herauszufinden. Also. Es ist irgendeine spezielle Art von Lichtquelle, aber was für ein Licht es genau ist, das weiß ich nicht. Was ist? Doch mal den blöden Blumenkorb bei sich. Ich hab doch früher mal. Waren Sie schon mal in diesen Heilquellen? Die alte neue Handelsstadt hatte mal so etwas in der Art. Vielleicht hilft das. Wir haben doch heiliges Wasser mal entdeckt. Da war der Herr Alk-LP mit hier. Oh nein, da muss ich mich mit Herrn Alk-LP auseinandersetzen. Aber da ist Krieg. Haben Sie Kontakte dahin? Also ich hatte mal mit einer Person, ich könnte es versuchen. Versuchen Sie mal ein Treffen mit Herrn Eick irgendwo in einer neutralen Zone zu vereinbaren, damit wir reden können. Vielleicht ist dieses Wasser doch eine Rettung. Oder vielleicht verzögert es. Herr Iksali, Sie wissen, was zu tun ist. Dime King und Frau Sagiri. Ich weiß nicht, ich würde Sie gerne nicht in der Stadt haben, wenn das, was Ihnen passiert, was passiert. Aber ich kann Sie auch schlecht verbannen. Im Moment sind Sie nützlich. Versuchen Sie, sich zu beherrschen, zu kontrollieren. Und wenn Sie merken, es geht nicht mehr, dann graben Sie sich lieber ein Loch und verstecken sich drin, als dass die Macht durchbricht. Ich weiß, es ist eine schlechte Lösung, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe da keine Antwort drauf. Mir fällt nur eine einzige Antwort ein im Moment, die noch vielleicht meine Rettung sein könnte, und das ist diese finstere Klinge, die Herr HMV benutzt hatte, zu finden. Jedoch habe ich keine Ahnung, wo er sie versteckt hat. Ich auch nicht. Auch schon mal in seinem Haus geguckt? Es war irgendeine Art leuchtende Klinge, aber was es genau war, keine Ahnung. Denken Sie, die Klinge war verzaubert? Es könnte sein, aber ich bin mir eben nicht sicher. Ich habe schon mehrere dieser Dinger gesehen gehabt, aber so mächtig wie diese noch nie zuvor. Nun, dann müssen wir das untersuchen. Aber, meine Herren, das werden wir morgen machen. Jetzt muss ich mich von Ihnen verabschieden. Mich erwarten noch wichtige Termine. Sie haben alle eine Aufgabe. Sie versuchen, was über die Klinge herauszufinden. Sie versuchen, die Stadt auf meine Seite zu ziehen oder auf die ihre. Jawohl. Ist mir egal. Und Sie, Frau Sagiri, lassen sich nichts anmerken. Bisher weiß ja keiner was von Ihrer Seite. Ja. Also, okay, vielleicht sollten das noch weniger merken. Passen Sie einfach auf. Nun, dann löse ich die Versammlung hiermit auf und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Danke, naja, solange er angenehm ist. Ich versuche das zu organisieren. Stimmt, Sie haben noch die Aufgabe mit dem Treffen. Ja, vielen Dank. Ich müsste Herr Enes fragen, er sollte den Standort von der Stadt wissen. Ja, machen Sie das. Auch wenn ich nicht gerne mit diesem Spiel zusammenarbeite. Ich kann die ganze Zeit in dieser Stadt in dieser Form herumwandeln. Ich sollte besser wieder diesen Transformationszauber anwenden. Vielleicht ziehen Sie sich auch eine Rüstung an, dann sieht man nicht so viel von Ihrem Gesicht. Oder eine Kapuze oder sowas. Können Sie das jederzeit steuern? Ja. Wow. Ich kann sowas in der Art auch machen, aber leider nicht komplett. Nun, naja. Ich lege mich wieder hin. Machen Sie es gut. Schlafen Sie. Schlafen Sie gut. Sie auch. Also, nein, Sie haben Aufgaben. Oh, scheiße. HMV will mich also stürzen. Will meine Macht, meine Stadt übernehmen. Muss ich mich womöglich selber dieser Magie aussetzen? Was ist, wenn ich mich selbst... Wenn ich mich selbst in sowas verwandeln könnte... Müsste er dann nicht auch Angst vor mir haben? Und mich dann gar nicht mehr aufhalten können? Vom Schlafengehen habe ich immer die blödesten Ideen. Ich denke drüber nach.